Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute eine Marke hier, über die meiner Meinung nach viel zu wenig geredet wird. Es geht heute um Sleek Make-up und ich habe ganz, ganz viele neue Produkte hier für euch, die ich mit euch testen möchte. Wir schminken einen kleinen, schönen Look in mein Gesicht. Und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Es sind wirklich spannende, wirklich Neuheiten da. Und ja, ich freue mich ganz doll und ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt alle gut geschlafen, beziehungsweise hattet einen zauberhaften Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass es mit diesem Video ein klitzekleines bisschen besser ist. Und ich möchte gar keine Zeit verlieren. Dieses Video entsteht auch in Zusammenarbeit mit Sleek Make-up, was nicht heißt, dass ich hier aber nur sage, dass alles gut ist oder nicht. Ich habe mir natürlich die Produkte auch ausgesucht, wo ich weiß, die für mich funktionieren. Und ich will einfach mit euch so ein bisschen über die Marke sprechen, weil ich finde einfach, Sleek wird viel zu wenig von mir sowieso und von anderen deutschen YouTube-Mäusen behandelt. Und umso mehr habe ich mich gefreut, als Sleek mich gefragt hat, ob ich die neuen Sachen denn testen möchte. Und das habe ich auch schon getan. Deswegen ist das nicht so ein unbedingtes First-Impression-Video. Aber wir schminken jetzt einen Look damit. Ich habe neue Paletten von Sleek zugeschickt bekommen. Und das sind die Idivine-Paletten. Die kennt ihr schon. Das sind diese klassischen Lidschattenpaletten, die man von früher noch kennt. Damals waren die Fändchen rund und Sleek hat komplett alles überarbeitet, neue Idivine-Paletten rausgebracht. Jede Palette ist inspiriert an einer Dekade an Beauty- und Make-up-Looks, 80er, 90er, 2000er, 2010er. Und wir schminken damit so ein bisschen was Inspiriertes. Ihr habt vielleicht auf Instagram auch schon das ein oder andere Video dazu gesehen oder die andere Story. Das habe ich natürlich alles vorher schon gemacht. Und ja, ihr seht, ich habe noch nichts im Gesicht. Ich freue mich riesig drauf. Ein paar Sachen von Sleek kenne ich schon. Ein paar sind neu, deswegen würde ich vorschlagen, wir fangen jetzt auch gleich an. Bevor wir mit den Lidschattenpaletten weitermachen, möchte ich ganz kurz meine Base fertig machen. Ich habe einmal schnell Foundation drauf gemacht. Ich wollte aber nochmal mit euch einen Concealer benutzen. Und zwar, den kennt ihr schon, den habe ich euch schon mal gezeigt. Und ich hatte den damals gleichgesetzt von der Deckkraft her wie den Tarte Shape Tape. Das ist nämlich der Life Proof Concealer. Und das Krasse bei diesem Concealer ist, ich habe den bei Danny. Also Danny und ich wohnen ja nicht zusammen. Und ich habe da kein Make-up, außer ein Concealer. Und das ist tatsächlich der hier, weil ich finde den ohne Foundation super, super schön auf der Haut. Also ich benutze den tatsächlich auch schon, ach, den gibt es ja auch schon ewig, ne? Den habe ich bestimmt schon seit anderthalb, zwei Jahren bei Danny. Und da ist halt extrem viel drin. Also es sind 7,4 Milliliter, es hält auch eine Weile. Das Füßchen ist recht klein. Ich glaube, das wirkt aber auch immer nur so extrem klein, wenn man verwöhnt ist von sehr, sehr dicken Füßchen. Den baue ich mir hier auf. Ich habe den jetzt hier in der Farbe Almond Latte 05. Der ist so ein bisschen gelblich-neutraler und den baue ich mir erstmal unter den Augen auf. Das Krasse bei diesem Concealer ist, der hält halt. Also, ich weiß nicht, ob ihr die Concealer kennt, die so ein bisschen, die man ohne Foundation trägt. Und so nach ein paar Stunden sieht man, dass man Concealer drauf hat, weil sich der am Rand, also da, wo man ihn ausgeblendet hat, so ein bisschen ablöst. Das tut der tatsächlich nicht, vor allen Dingen, wenn man Foundation trägt, eh nicht. Aber wenn ihr so auf dieses Minimal Make-up steht, also sehr natürlich, sehr weich gezeichnet, sehr, ja, weniger ist weniger, dann ist das ein ganz guter Concealer, weil der halt wirklich den ganzen Tag hält, ohne dass der irgendwo increased, ohne dass er irgendwo in welche Fältchen rutscht. Er hat eine gute Deckkraft. Das Schöne bei Sleek Make-up ist, was ich auch so krass finde, weil das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich baue hier nochmal so ein bisschen auf, da wo ich noch ein bisschen mehr Deckkraft möchte. Dass Sleek halt wirklich günstig ist. Ich hatte Sleek immer so im Kopf, dass es eine eher teurere Marke ist, aber ihr kriegt die Paletten zum Beispiel für UVP 10,99. Ich glaube, das, was mich von Sleek immer so ein bisschen abgehalten hat, Real Talk, ist, es gibt Sleek bei Müller. Und wir in Berlin haben, glaube ich, nur eine Müller-Filiale, wo ich noch nie in meinem Leben drin war. Also ich war, glaube ich, zweimal im Müller in meinem Leben und das war in Wolfsburg. Grüße geht raus. Okay, ich glaube, ihr habt sofort gesehen, wie schnell und einfach das Ganze abgedeckt hat. Das reicht tatsächlich auch schon. Ich möchte heute so ein bisschen, ich sage es eigentlich in jedem Video, ne, so natural Glam haben, auf der einen Seite zumindest, auf der anderen Seite gehen wir ein bisschen farbenfroher. Ich sette das Ganze einmal kurz mit dem Restpuder, den ich hier noch an meinem Blendefoil dran habe. Und ich möchte jetzt Blush auftragen. Ich weiß nicht, ob die neu sind, aber das sind die Faceform Blushes. Ich habe den jetzt einmal hier in der Farbe Keep It 100. Das ist so ein richtig schönes, ja, sieht in der Kamera jetzt pinker aus. So könnt ihr es, glaube ich, ganz gut sehen. Das ist eher so ein bäriger Mauve-Ton. Ich bin super schlecht in Farben beschreiben.
Und dann habe ich hier noch die Farbe Slim Thick. Ich liebe den Namen. Das ist so meine Farbe. Da ist ein ganz leichter Schimmer mit drin. Die sind sehr, sehr pigmentiert. Also seid da super vorsichtig. Und ich glaube, das ist meine Farbe für heute. Ich nehme dazu einfach einen Blushpinsel, gehe hier ganz leicht rein und ihr seht sofort, der Pinsel ist voll. Also ich arbeite mir das gerne im Handrücken mit ein und setze mir das dann einfach hier so ein bisschen hin. Und ihr seht sofort die Farbe. Ich habe ja gesagt, dass da so ein Schimmer drin ist. Das ist jetzt aber nicht so ein Glitzer-Blush, sondern wirklich eher so ein zarter Touch of Glow. Fällt fast gar nicht auf der Haut auf, finde ich. Nur am höchsten Punkt hier, wo mein Wangenknochen so ein bisschen emporkommt, ist das ganz süß. Ich lieb's. Wollen wir noch ein bisschen poppiger gehen? Kommt, wir probieren den mal. Den hatte ich noch nicht probiert. Das ist Keep It 100. Der ist so ein bisschen, ja, rosaner. Und den setze ich mir nur ganz leicht hier vorne hin, dass ich wie so einen schönen Ombre-Effekt auf meinen Wangen habe. I stan. Schaut euch meine Base an. Ich lieb's, dass es 6:29 Uhr ist und meine Nachbarn über mir staubsaugen. Okay, ich lieb's, wie meine Base gerade aussieht, unter den Augen schön abgedeckt. Der Blush kommt richtig gut zur Geltung, weil ich die Foundation nicht so krass gesettet habe, sieht das super, super wet und dewy aus. Bin echt gespannt mit den Chatten Paletten, was ihr dazu sagt, weil ich finde es ganz spannend. Ich bin ehrlich, diese klassischen Sleek Paletten mit den runden Fändchen fand ich immer so ein bisschen. Jetzt ist das aber krass geworden. Die haben nämlich eine komplett neue Formulierung. Alle Paletten sind vegan und sie haben auch ein neues Design. Ich zeige euch jetzt mal hier stellvertretend die Level-Up-Palette. Das ist jetzt hier eher so die klassische Palette und die Fändchen sind eckig. Das heißt, ihr könnt viel, viel besser, finde ich, damit mit dem Pinsel mit reingehen. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Farben für 11 Euro. Also noch nicht mal 1,99. Wir haben einen Spiegel mit drin, der wirklich extrem gut ist. Also ihr könnt alles direkt sehen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal alle Paletten. Das ist, wie gesagt, einmal die Level-Up-Palette mit den klassischen, ja, Nude-Tönen. Die ist so, ich glaube, so 2010er-Vibes. Dann haben wir hier die Grounded-Palette. Ich liebe diese Farbkombi. Ich liebe Grün. Also ich glaube, dass wir auch hiervon so ein bisschen was benutzen müssen heute. Weil, oh, das sind so genau meine Farben hier unten, ne? Auch sehr schön. Die Aufteilung von Schimmer- und Mattentönen ist in den Paletten sehr, sehr gut. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Matte und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schimmertöne, logischerweise. Finde ich ganz gut. Das ist natürlich immer von Palette zu Palette unterschiedlich, aber größtenteils ist das eine gute Aufteilung. Hier ist eine Palette, die finde ich ganz spannend, so als Ergänzung. Das ist nämlich die Making Waves Palette. Und das sind fast nur Schimmertöne. Wir haben ein mattes Schwarz, was ich ganz gut finde, weil ich glaube, es ist in keiner anderen Palette ein Schwarz, was ich hier habe. Und dann haben wir wirklich krasse Schimmertöne. Ich swatch euch hier mal kurz ein paar. Wir haben Topper Shades. Das ist ganz krass. Ich glaube, ihr könnt es hier gut sehen. Und die sind alle so ein bisschen Duochrome. Hier könnt ihr es sehen. Das sind wirklich nur so Topper Shades, ganz zart, die man einfach so rübergeben kann. Und dann haben wir zu guter Letzt, was ich hier noch habe, die Trippin Palette. Und das ist auch krass, ne? Also diesem Orange, dem Blau. Auch eine super schöne Farbe, die kann ich mir vorstellen, so als Pop-of-Color-Farbe, wenn man eher so auf diesen neutralen Look steht. Beispielsweise so die Brauntöne und dann als Inner Corner Highlight ein Orange, ein Blau. Hier so ein, ist auch schön. Okay, Freunde, wir fangen an. Ihr seht, Base sieht gut aus. Wir schminken auf der einen Seite etwas Bunteres. Nein, 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 nein. Wir machen es heute classy. Das Packaging ist übrigens auch richtig, richtig cool gemacht. Das ist jetzt stellvertretend einmal die Level-Up-Palette. Ich überlege gerade, was wir schminken. Ich glaube, wir gehen als erstes mit der Level-Up-Palette. Und dann gehe ich kurz in dieses Weiß, klopfe ab und setze mir das hier so ein bisschen hin, um meine Base ganz leicht zu setten. Ich nehme dann denselben Pinsel und gehe in diese Farbe hier. Ich baue mir jetzt wirklich. Okay, Pinsel ist voll. Ich möchte mir die Farbe hier erstmal aufbauen. Und ihr seht sofort, das ist eigentlich eine Transition Shade. Ich habe gedacht, dass sie viel, viel heller ist. Krass. Das wird jetzt hier euer Go-To-Standard-Look. Vielleicht geben wir dann doch noch einen Pop of Color mit rein. Das schauen wir gleich mal. Aber krass. Also für eine Transition Shade. Es verunsichert mich total, dass ich kein Augenbrauenende habe. Besser. Krasse Farbe. Also es ging super, super schnell. Das ist ein sehr, sehr zarter Ton, aber mit Pep. Ich verdunkle mir das Ganze mit dem, ja, kühleren Braun hier oben. Okay, she's pigmented. Und das setze ich mir hier schon mal in die Crease. Und ganz ehrlich, ich gehe nochmal in das dunklere Braun gleich. Ich weiß nicht, ob ihr diese anderen Sleek-Paletten kennt, aber die waren halt ein bisschen softer pigmentiert. Das ist schon.
gebe mir das gleich so ein bisschen links und rechts an mein inneres und an meinen äußeren Augenwinkel und gehe ganz leicht nochmal hier in dieses zarte Rosa und blende dann einfach hier in meine Crease. Ich möchte hier wirklich so einen klassischen Brown Neutral Smoky Eye Look haben, der eigentlich zu jeder Augenfarbe passt. Ja, so die Rihanna 2010 Look, so dieses sehr natürliche, sehr, sehr erwachsene. Ich lieb, das sind halt so meine Looks, ne? Aber ich finde es immer ganz spannend, auch je nachdem, in welcher Zeit man aufgewachsen ist, tendiert man, glaube ich, auch eher so ein bisschen zu den Paletten. Also wenn ihr in den 80ern geboren seid, könnte ich mir vorstellen, dass ihr solche Paletten oder vielleicht auch die Farben mit den blauen Tönen gut findet. Ihr könnt mir gerne mal euer Feedback dazu in die Kommentare schreiben. Und mir fällt gerade ein, ich habe es total vergessen, euch am Anfang zu sagen. Ihr könnt natürlich auch was gewinnen. Bleibt da auf jeden Fall bis zum Ende dran, das sage ich euch dann auch gleich. Okay, also das ging extrem gut. Ich bin wirklich schock. Ich nehme jetzt einen flachen synthetischen Pinsel und gehe hier in das Gold rein. Super cremig. Und das gebe ich mir hier direkt in mein Zentrum und blende das schon mal hier so ein bisschen in das Braun. Ulala. Dann gehe ich nochmal hier in das hellere Gold und toppe das einfach hier noch so ein bisschen mit rüber und erzeuge damit wie so einen kleinen Halo-Effekt. Und ihr könnt damit auch wirklich ein bisschen höher gehen. Das liftet dann das ganze Auge nochmal. Und wenn ich dann in die Kamera gucke, dann seht ihr direkt hier den hellen Schein. Unten gehe ich nochmal in das Braun. Yes! Okay. Das ging super, super einfach. Ein ganz klassischer und einfacher Look. Wir gehen jetzt aber mal hier in die Palette, weil ich glaube, das ist die Palette, die wir haben wollen, in Kombination mit diesem Ocker hier. Ich gehe als erstes mit dem fluffigen Pinsel hier in das Ocker, lade den Pinsel richtig gut auf und das setze ich mir hier schon mal so ein bisschen in die Crease als Transition Shade. Das ist halt so eine gute Farbe, um Farben auszublenden. Das reicht tatsächlich schon als, na, Transition Shade und so könnt ihr es, glaube ich, ganz gut sehen. Ich gehe jetzt mit demselben Pinsel in das Grün hier und das setze ich mir direkt hier in meine Crease. Das ist halt auch nicht so ein knalliges Froschgrün, ne, sondern es ist ein sehr erwachsener Ton. Und die in Kombination mit dem Senfgelb von eben. Okay, ich gehe zum Abdunkeln hier in dieses, ja, das ist so ein bisschen so ein bläulicheres Grün und das gebe ich mir hier außen hin. Das lässt sich halt recht gut mit denen arbeiten, ne? Weil es ist nicht so, dass ihr das Produkt auf euer Lid gebt und es dann nicht mehr verblendet kriegt, sondern sie lassen sich halt wirklich gut verblenden und auch gut aufbauen, ne? Okay, das ging super einfach. Ich möchte jetzt aus der Palette, damit ihr einfach mal alle Farben so ein bisschen gesehen habt, ne, in dieses Grün hier gehen und das setze ich mir hier so rüber. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Seite euch besser gefällt. Ich bin tatsächlich so ein bisschen die Grünmaus. Wir probieren jetzt aber nochmal hier einen anderen Grünton. Hier ein dunkleres Grün und das ist richtig cremig. Also die Palette ist eher so ein bisschen Topper-Shade-mäßig. Auch da sind viele Topper-Shades mit dabei. Und hier habt ihr halt auch so einen richtig krassen Metallic-Ton. Ne? Das seht ihr auch. Okay, wow. Als Inner Corner Highlight möchte ich mir hier diesen Orangeton auftragen. Ist ein Pop of Color, aber nicht so Neon. Und auf der anderen Seite gehe ich hier in diesen Topper-Ton rein. Der war so krass. Lade den Pinsel richtig gut auf und setze mir das einfach nur hier hin für so einen leichten Schein. Ihr seht es, glaube ich, in der Kamera nicht so gut. Yes. Okay, wir probieren Mascara aus und da habe ich hier zwei verschiedene bekommen. Einmal die Take Your Height Defining and Lengthening Mascara und die Black Utopia. Die kenne ich schon, die ist krass. Die hat ein ganz dickes Bürstchen und die einzelnen Borsten sind extrem lang. Das heißt, ihr müsst gar nicht so nah an euer Auge gehen, um eure Wimpern, Kranzwurzel, Wurzelkranzwimper, also da, wo die Wimper rauskommt, zu treffen. Super schwarz. Ich hatte euch am Anfang ja gesagt, dass es auch ein kleines Gewinnspiel von Sleek Makeup gibt. Ladet einfach einen Look mit den Produkten, die ihr von Sleek habt oder anderen Produkten und schminkt euren Lieblings-Jahrzehnt-Look damit nach. Vor allem, wenn ihr vielleicht auch schon aus den 90ern oder 80ern kommt, könnte das eine richtig coole Back-to-the-Roots-Make-up-Challenge für euch sein. Ladet das Ganze einfach bei Instagram oder TikTok hoch mit den Hashtags Divine Decades und taggt dann einfach Sleek Makeup Deutschland. Ich setze euch aber alles einmal unten in die Infobox. Finde ich eine ganz coole Sache. Da könnt ihr die komplette iDivine-Kollektion einmal für euch ergattern. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look sagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr mit Sleek schon gearbeitet habt, ob ihr Sleek schon kennt und welche Produkte und welche Paletten euch am meisten interessieren. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!